So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Und wir machen hier die letzte Nebenquest. Und dann schauen wir mal. Haben wir noch die verdorbene Zone, ne? Haben wir alles. Ja, schon letzte Folge angesprochen. Also, geht's. Reden wir mit ihr. Oh, mit ihm. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich. Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg, nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt. Doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Wochen! Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall. Und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne! Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend. Zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen. Okay. Möge die Sonne uns führen. Geht's? Versuche den Garten. Naja, wir haben hier ganz schön. Kommen wir vor wie ein Detektivspiel. Ich bin wach. Anscheinend hat Elida ein paar Sachen dagelassen. Was ist in der Flasche? Versuche die Flasche. Okay. Oh, riecht wie faule Eier. Lieber weg damit. Okay. Flasche war faul. Schön, einmal im Kreis. Vorratskiste erstmal mit. Sieht man damit nicht in die Ferne? Mhm. Wozu braucht man ein Fernglas im Garten? Spionage. Und aus einem feindlichen Land. Sie hat wohl gegärtnert. Hat jemanden begraben? Etwas vergraben? Nein. Ausgegraben. Das hat Spuren hinterlassen. Folge den Spuren. Okay, schauen wir mal. Ich habe letzte Nacht zwei Ordnungswidrigkeiten festgenommen. Du willst gar nicht wissen, was... Blütenblätter. Warum hat sie Blumen aus ihrem Garten mitgenommen? Hast du irgendwas im Garten gefunden? Noch keine deutlichen Hinweise. Ich gebe dir Bescheid. Bin schon längst weg. Oh nein, sag nicht, sie ist einfach abgehauen. Er geht von
als Maschine daran. Sie denn angelaufen? Oh, ganz. Ja, ich habe sie getroffen. Oh, vielleicht ist da was drin, was ich brauche. Vielleicht hat die was, was ich brauche. Warte mal. Aber so wie es aussieht, nicht. Oh, das war ein krasser Schuss. Nee. Schuss war gut, ey. Hey, Junge, Junge. Den hat die ganz nicht kommen sehen. Jedenfalls bin ich jetzt wach. Ja, das ist doch auch gut. Die Blütenblätter hören hier auf. Am Wasser. Könnte ihr Vater recht haben und er hat nur am falschen Ort gesucht? Komm ich hier nicht rein? Jetzt? Seile, um ein Boot festzumachen. Okay. Das hat er mir doch gerade nicht gezeigt. Also ich konnte es gerade nicht markieren. Ich werde schwimmen müssen. Oh no. Weiß doch gar nicht, wohin. Suche die Insel. Ja dann. Go. Aber jetzt kein Alligator kommt, ist alles gut. Kein Schnappmaul. Kein Schnappmaul. Kein Hai. Das wäre geil. So ein Maschinenhai. Wäre irgendwie auch feiern, ne? Hier hin, weil hier habe ich eine Heilpflanze. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Richtig. Und ich weiß nicht, was hier los ist. Das Boot. Ah. Das sieht vielversprechend aus. Sehr gut. Da sind auch noch Fische. Okay. Oh no. Crocodiles. Hier ist nur eins, ne? Bist du das? It's me. Redige das Schnappmaul. Ei, ei. Ey. Kumpel. Ich an. Ich hab schon öfters gegen Schnappmäuler gekämpft. Nein. Ich werde ihn nicht so hier lassen. Aua. Eine Munition mehr. Haha. Und drauf. Ah, easy. Deine ist einfach abgehauen. Irgendjemand scheint hier einen Garten anzulegen. Ja. Aber wir wissen auch wer. Nehmen wir mal alles mit. Haben wir uns verdient. Oh, meine Liebe. Was geht ab? Wer bist du? Wo hast du so kämpfen gelernt? Was machst du hier überhaupt? Vielleicht kannst du mir erstmal ein paar Fragen beantworten. Warum sind die Blumen hier? Einfach nur so.
Ich will es hier schöner machen für uns. Für uns alle. Wer ist uns? Ist sonst noch jemand hier? Nein. Nein. Ich wollte meine Freunde damit überraschen. Hier ist sonst niemand. Offensichtlich. Was machst du hier auf dieser Insel? Ich wollte allein sein. Dein Vater denkt, dass du tot bist. Dass er überhaupt gemerkt hat, dass ich weg bin. Er lässt das ganze Dorf nach dir suchen. Er ist besorgt. Das Schnappmaul hielt mich auf. Du hast es erlegt. Also danke. Ich komme jetzt zurecht. Gehen wir zusammen ins Dorf zurück. Ich möchte mich noch um den Garten kümmern. Ich bleibe nicht mehr lang. Ich komme klar, versprochen. Weißt du, ich glaube, ich bleib auch noch ein bisschen. Und sehe mich um. Das ist doch nicht nötig. Glaube schon. Versuche die Insel, okay. Schlafsäcke. 2 Stück. Aha. Und 2 Tassen. Sie war nicht allein hier. Elida scheint einen Freund zu haben. So, so. Können wir noch was sagen? Komm wieder zu dir hoch. Elida, wenn du allein sein wolltest, warum die beiden Schlafsäcke? Und lüg mich nicht wieder an. Bei der Sonne. Ich weiß nicht, wo er ist. Wer? Atral. Er gibt ein Signal, wenn wir uns treffen können, aber er ist nicht hier. Wer ist Atral? Ein Freund aus Kindertagen. Bei der Gartenarbeit steckte er mir immer Würmer in den Kragen. Ich hab das gehasst. Aber dann trafen wir uns hier und alles war ganz anders. Wir redeten stundenlang. Er half mir beim Blumenpflanzen. Ich brannte darauf, ihn zu treffen. Als ob ich tot wäre und nur lebe, wenn ich mit ihm hier bin. Weißt du, wie das ist? Ich... Nein, eher nicht. Warum die Heimlichtuerei? Atral ist ein Soldat der Kaja im Schatten. Er ist im Außenposten, hinter dem See. Es ist Verrat, wenn wir uns treffen. Wie soll ich das Vater sagen? Oder sonst jemanden? Wie kommt es dann, dass ihr euch hier trefft? Wir spielten früher hier. Als er weg war, kam ich manchmal noch her. Eines Tages war er dann hier. Und er lächelte mich an. Wir spielten wie damals als Kinder, aber er war so anders. Es war der Krieg. Wir waren keine Kinder mehr. Danach trafen wir uns heimlich. Er entzündete ein Feuer, wenn es für ihn sicher war, seinen Posten zu verlassen. Doch letzte Nacht kam er nicht. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Außer dir ist niemand gekommen. Genug jetzt. Du musst nach Hause. Bitte, wenn du schon mal hier bist, suchst du nach Atral? Er hat auf der Insel dort das Feuer entzündet. Wenn ich gehe, tötet man ihn vielleicht. Oder die Waffenruhe bricht. Doch eine Nora kann hin. Ich wollte doch nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Ich tue, was ich kann, wenn du zu deinem Vater zurückgehst. Okay. Aber komm später zu mir. Ich kann nicht schlafen, nicht atmen, wenn Atral da draußen sein könnte. Verletzt. Okay. War zu seinem Signalfeuer. Oh nein. 200 Meter entfernt, muss ich jetzt wieder schwimmen? Da hinten sehe ich es ja schon. Fallen. Denn dahin? Gehen wir schon zur nächsten Insel. Aber schwimmen geht ja relativ schnell. Boah, wenn jetzt so ein Schnappmaul kommen würde, ne? Ich wäre tot. Hätte zero Chance. Schwimm mal leise.
Na, keiner hier. Hier sind die Überreste des Feuers. Es scheint einen Kampf gegeben zu haben. Jemand wurde weggeschleift. Oh, da ist eine Ratte. Ah! Jawohl, Rattenknochen. Haben wir gebraucht. Ein du Scheiß. Mir sicher noch nützlich sein. Ein Scheiß. Rattenknochen brauchen wir. Hier. Rattenhaut? Ach, Blödsinn. Rattenhaut. Hier befinden wir uns jetzt. Ah, okay. Der Falkensitz. Ach, für wen war das Signal? Das muss Atral sein. Kaum zu glauben, dass der mit uns gekämpft hat. Ich sag's dir, überall Verräter. Na, ich weiß nicht. Klar, sobald es härter wird, geben sie auf. Mir machst du keine Angst. Please come to me. Deine Mutter ist hier. Oh. Okay. Oh. Leuchtfeuer. Noch einer gewesen. Ah. Viele. Hey Mann! Hey Mann! Wurde getroffen! Lass mich nicht sterben! Oh, hallo! Der hat mich erwischt! Das könnte mein Ende sein! Oh, hallo! Oh! Getan haben. Das Flanken. Okay. Alle erledigt. Dass sie alle den gleichen Weg gegangen sind. Müsste ich was anderes rauswerfen? Nein, nein, musst du ja nicht. Keine Panik. Keiner zwingt dich, was Cooles rauszunehmen. Ich finde das ja immer sehr gut, dass die eigentlich immer irgendwie Gesundheitstränke dabei haben, ne? Ich finde, wenn du dann da in den Kämpfen was verlierst, kannst du das direkt nachholen. Ich hab Sand in der Kehle. Oh, es brennt. Das ist eine Kackgegend hier. Ja, war ja eine Etage unter uns. Das habe ich ja gerade schon gesehen. Atral. Ja. Bist du Atral? Elida schickt mich. Elida. Ich wollte sie fragen, ob sie mit mir weggehen. Irgendwohin, weit weg. Irgendwo. In die Sonne, wo kein Schatten uns erreichen kann. Doch es hätte nicht geklappt. Sie wären mir gefolgt. Das weiß ich jetzt. Elida. Sag ihr, dass sie nichts über die Insel wissen. Sie ist sicher. Gib ihr das. Sag ihr, das ist es wert. Oh nein.
Er ist wieder umgefallen. Atral? Arme Atral. Da fehlt mir manchmal noch so ein bisschen der letzte Feinschliff bei den Sachen. So, oh nein, Atral, du bist jetzt umgefallen und bist tot. Und er kippt einfach um. Weißt du, ich meine, das ist ein bisschen... Ja. Komisch. Ich hole mir mal ganz kurz das Lagerfeuer hier. So, schnell speichern. Sehr schön. Halten Sie, dann können wir... Das ist nämlich dann unser Weg, dann da weiterzumachen. So, gehen dahin. Da können wir dann demnächst irgendwann weitermachen, aber ich will ja erstmal auf dem unteren Stück alles fertig machen. So. Müsste ja jetzt eigentlich bei ihrem Vater sein. Naja, mehr oder weniger. Was ist da? Sag es nicht. Ich weiß, er ist tot. Die Schattenkaja fanden ihn. Doch du solltest wissen, er hat dich nie verraten. Ich soll dir diesen Schlüssel geben. Der passt ins Schloss, das er mir gab. Er sagt, das zeigt unsere Verbindung. Danke für den Schlüssel. Danke für alles. Er sagte, das war es wert. Alles. Ist alles okay? Nein. Aber schon bald. Sagst du da gerade, was ich glaube? Elida, nein! Sieh mich an! Machen das hier. Sieh mich an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlst. Aber du bist nicht allein. Dein Vater war verzweifelt, als er dich für tot hielt. Wirklich? Er behandelt mich immer noch wie eine Puppe. Kostbaren Besitz. Nein. Und ohne Atral bin ich allein. Das ist es nicht wert. Warte, Elida. Ich lag falsch mit Atral. Er sagte nicht, das war es wert, sondern das ist es wert. Alles. Die Trauer kann einen überwältigen. Aber sie erinnert uns an wertvolle Verbindungen. Zu Atral. Sogar zu deinem Vater. Atral hätte gewollt, dass du dich erinnerst und weitermachst. Ich weiß es. Einverstanden? Ich versuch's. Bitte, lass mich deinen Vater holen. Redest du mit ihm? Na schön. Na schön. Ach, jetzt müssen wir mit ihm reden. Okay. Kumpel, geh doch jetzt zu deiner Tochter dahin. Ich hätte dir was dafür geben sollen, dass du Elida gefunden hast. Ist irgendwas? Elida braucht dich. Zum Zuhören. Sofort. Geh in den Garten, schnell. Ich gehe. Jetzt sofort. Okay. Lauf. Lauf, Junge, lauf. Schau mir das hier an, was ihr hier... Es geht um Atral, Vater. Wir waren zusammen. Ich wollte nicht das. Atral? Ja, ich erinnere mich. Ihr wart noch so klein. So klein wie die Blumen in unserem Garten. Aber er ging nach Westen. Sie haben uns nie erwischt. Er verriet nichts. Sogar als... Oh, Elida. Immer wenn ich Edikte schrieb, dachte ich... Ich dachte, meine Arbeit schützt dich vor diesem Krieg. Alles nur Pergament. Fast hätte ich dich verloren. Es tut mir leid, Vater. Hätte ich nur gewusst, all die Zeit, was du durchmachen musstest. Doch jetzt...
werde ich mich bessern. Danke für diese zweite Chance. Hi, sehr gut, freut mich für euch. Okay, brauchen noch ein paar Fertigkeitspunkte. Dann haben wir das hier auch abgeschlossen. Das ist sehr gut. Ich würde die verdorbene Zone noch in dieser Folge in Angriff nehmen wollen. Und damit schließen wir dann die Folge. Gucken, was da an der Zone auf uns wartet. Irgendwo eine Ratte, die häuten. Nee. Eine Ratte in der Nähe. So. Was haben wir denn hier für verdorbene Sachen? Wir hier außen rum oder ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier lang gehen. Ah, war vielleicht auch nicht. Kommen wir denn hier nicht rauf? Das war er hier, ne? Gucken, ob ich anderweitig da rumkomme. Ich muss die verbotene Zone ja gut erreichbar sein. Oh nein. Oh nein. Nehmen wir eben die Quest an. Hallo, hast du mich vermisst? Ich muss den Kampf gewinnen. Ja, ich sehe nichts. Alter, er ist aber perfekt. Im Schatten der Sonne. Ja, im Schatten der Sonne, ja, genau. Genau, im Schatten der Sonne. Aua. Oh. Kommt ihr denn her? Oh, heil dich, heilig, Mädchen, heilig. Oh, da ist noch einer. Heil dich. Oh, das war knapp. Nimmst du das auf? Dankeschön. Okay. Oh, der hat gezwiebelt. Aha. Dein Bäuchlein. Genau das. Ich
Boah. Wir wurden verdorben. Wo ist er? Kann ihn mal treffen. Keine Munition mehr. Okay, pass auf. Aha. Mal einen Flattermann da unten. Ist er da oben gelandet, ernsthaft? Soll mal runterkommen. Feige Sau. Bis er. Ja. Gut. Die frieren sich immer gegenseitig ein, das ist aber schön. So, perfekt. Mal gucken, dass wir irgendwie noch ein bisschen Leben wieder kriegen. Ja, war gut, würde ich sagen. Mal uns noch ein bisschen heilen. Irgendwo eine Ratte oder eine Gans. Okay, wir sind schön vorangekommen. Wir haben da jetzt noch ein paar Quests, das ist ja soweit in Ordnung. Wir haben das hier alles abgeschlossen. Hier müssten wir nochmal hin. Hier sind noch ein paar Sachen an der Seite, die wir nicht haben. Ach guck mal, hier die Höhle haben wir hier auch noch nicht. Da sind auch die Panzerwanderer. Haben wir Händler haben wir entdeckt. Ja, wahrscheinlich würde ich hier hinreisen. Vielleicht hier hin. Könnte man das machen. Ja, ich werde hier hinreisen. Und dann überlege ich mir, was wir in der nächsten Folge da machen. Ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich erkunden die ich wollte hier in Deckung gehen eigentlich. Was wir dann da genau machen. Ob wir erstmal noch ein bisschen aufdecken oder die Brutstätte machen. Ne? Da müssen wir auch noch mal gucken, wie sie hier. Hier ist auch noch eine Brutstätte. Hier ist. Das könnte das letzte sein. Die letzte Jagdprüfung. Hier, das haben wir ja soweit alles. Auch mit den Gebieten aufdecken. Das ist das Einzige, was hier oben noch ist. Genau. Ja, da sind noch ein paar von den Blumen. Und die bleiben ja zum Glück auf der Karte. Ja, wir schauen. Ja, wir werden schon was Schickes finden, was wir in der nächsten Folge machen können. Sammelobjekte haben wir hier. Zwei Banuk-Figuren gibt es noch. Ein paar Blumen haben wir noch zu finden. Die Tassen haben wir alle. Sehr schön. Ich will noch drei von den Panoramas. Okay. Sieht auch gut aus. Es wird. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.